Hallo, hier ist mein Alltag mit Periode beim Vanlife. Als erstes wird morgens das Chaos beseitigt. Das entsteht in so einem kleinen Van nämlich richtig schnell. Dann suche ich mir morgens immer eine neue Periodenpanty raus. Die alte wird ausgespült und zum Trocknen in die Sonne gehangen. Die gehen dann in den Dreckwäschebeutel und der wird dann, wenn er voll ist, gewaschen. Danach gab es Kaffee und den Sport haben wir heute weggelassen, weil ich mich eh nicht so fit gefühlt habe. Und als Dresscode heute war auf jeden Fall irgendwas, was richtig gemütlich ist. Zum Frühstück gab es Porridge und ganz viel Kuscheln und wir haben den Vormittag dann genutzt, um ein bisschen weiter nördlich zu fahren. Ich habe die Zeit genutzt und schon mal ein bisschen gearbeitet und als wir angekommen sind, haben wir uns dann nochmal für 30 Minuten an den Strand gelegt. Normalized Tanning in Period Panties though. Mit dem zweiten Kaffee haben wir dann hinten die Tische und Stühle aufgebaut, das uns richtig gemütlich gemacht, um dann zu arbeiten. Bis der Sonnenuntergang gekommen ist, dann haben wir uns noch schnell was zu essen gemacht und es ist richtig kalt geworden. Und weil wir heute noch gar nicht so richtig Bewegung hatten, dachten wir, wir machen einen kleinen Abendspaziergang. In Berlin waren wir immer morgens duschen, aber hier lohnt sich erst abends wegen dem ganzen Sand und Salz. Period Panty wieder auswaschen. By the way, ich bin in Tag 3 und bitte vergleicht nicht, wie viel ihr blutet, das ist ja bei jeder Person unterschiedlich. Und dann gab es noch einen leckeren Tee, um den Abend zu beenden.